Warum findest du kein Leder? Bauen wir mal hier einen Wegweiser hin, sicher ist sicher. So. Das pennt er da einfach im Freien. Hey, Torgrim kann trainiert werden. Yay. Gut, du hast den Weber erfunden. Das heißt, du wirst jetzt wieder Jäger. Ja. Ja. Okay, ihr zwei seid erwachsen. Das ist gut. Falsch. Bogenmacher, ja. So. Wie kann der kein Leder finden? So. Hier ist jede Menge Leder. Jo. Jo. So, muss ich da erst noch mal einen Wegweiser hinsetzen. Wenn du jetzt keine Schuhe und kein Leder findest, dann kann ich dir auch nicht helfen. Was passiert, wenn ich dich zum Träger mache und hier arbeiten lasse? Ist er dann auch zu blöd, was zu finden? Nein, du nicht. Nur er hier. Du bist Nummer 4, du brauchst Nummer 8 nicht, so. Brauchst dann aber auch, bist du Nummer 5, ja, du bist Nummer 5, brauchst du auch nicht. Ja, er arbeitet, aber... Na gut, dann machst du ihm mal den Träger, bis er die Bögen fertig hat, die wir brauchen. Holz findet er komischerweise. Okay, die Waffenröcke sind eingeliefert. Bier ist auch jede Menge eingeliefert. Fehlen nur noch die Bögen. Ja, der erste Bogen wird bereits geholt. Beten kann er scheinbar.
Oh, das kann eine ganze Weile dauern. Er muss ganze 10 Bögen machen. So, gehen wir heiraten. Oh, du kannst trainiert werden, Entschuldigung. Ja. Jetzt hat er 2 Bögen hergestellt, auch gut. Das ist sein Arbeitsbereich. Na, dann setzen wir ihn mal weiter da drüben hin. Jetzt sollte das eigentlich in deinem Arbeitsbereich sein. Du bist hungrig, dann isst was. Ich glaube, ich werde ein Dreifamilienhaus bauen und 3 Bogenschützen in den Turm stecken. Oder wie viel kann ich maximal in den Turm stecken? Verteidigungsturm. Ja, ich glaube, ich werde 3 reinpacken müssen. Leder. Er bringt mehr Nahrung als Leder rein, gerade unser Jäger. Ja, meine Träger klauen der Mühle den ganzen Weizen. Deswegen wirst du wieder ein Zivilist und du kriegst einen neuen Arbeitsplatz. Sobald der dir ja dein Leder gebracht hat. Ja, Asa ist jetzt verheiratet mit unserem Zivilisten hier, mit Jalti. So, neuer Arbeitsplatz für dich. Wie sieht's mit Wohnungslosen aus? Sind nur die 3 hier? Ich brauche aber noch 4 Leute. Hm.
Ja, du holst Holz. Okay, das mit dem Bogenschnitzer verstehe ich jetzt selber nicht, warum er selber kein Leder findet und keine Schuhe. Zumal Schuhe gerade auch ein bisschen Mangel werden. Ja, ja. Wie sieht's mit Geschirr aus? Geschirr wird auch langsam Mangelware. Möbel sieht noch gut aus. Was gerade jedoch arg runtergeht, wird ist Holz. Wisst ihr was? Ich mache doch noch einen zweiten Holzfäller. Hey, Werkzeugschmied. Du kannst trainiert werden. Und ja, wir sind heute leider nicht so vorangekommen, wie ich es gern gehabt hätte. Wobei, das meiste läuft jetzt mittlerweile. An Sachen. Wo ist mein zweiter Zivilist? Du bist da. Dann machen wir noch schnell unsere beiden Zivis zu Bogenleuten. Ach ja, wenn wir noch einen zweiten Holzfäller brauchen, brauche ich auch noch ein Zweifamilienhaus, doch hier unten. Bogenschütze mit Bier ausrüsten. Dann brauche ich noch meinen zweiten Zivilisten, wenn ich ihn irgendwann mal finde. Ja, wo ist mein zweiter Zivilist? Okay. Gewünschte Warenmenge an Schuhen hergestellt. Mach nochmal 5 Paar. Okay. Ja, und du wirst jetzt bitte mein zweiter Soldat. So, die sind mit Bier ausgerüstet. Gut. Kinder habe ich jetzt 1. Dann macht ihr hier oben bitte noch 1. Als dritten Bogenschützen. Und ihr macht mir noch ein Mädchen. Gut, wenn die Kinder dann gekommen sind, werde ich speichern. Kann die Kaserne eigentlich unendlich Ressourcen bunkern? Frage ich mich gerade. Naja, das mit dem Bogenschützen braucht noch ein bisschen und danach müssen wir uns noch um andere Sachen kümmern. Und wir haben kein Holz mehr gleich. So, du kannst die Kaserne eigentlich auch mal verlassen.
Okay, die Kinder sind, müssten jetzt alle da sein. Drei Stück, ja. Zwei Jungs, ein Mädchen. Und du kannst wieder jagen gehen. Ja. Gut, zwei Familienhaus ist fertig. Wir speichern jetzt hier erstmal. Und dann gibt es einen Cut. Also, bis gleich.